Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Herzlich willkommen, Schwestern und Brüder, hier in der Gnadenkapelle von Maria Rosenberg. Viele von euch wären jetzt in der Wallfahrtskirche am 1. Mai zur Eröffnung der Wallfahrtszeit, wie schon seit vielen Jahrzehnten üblich. Dieses Jahr ist alles anders. Und auch der Ort, wo wir die Reihe der Mai-Andachten beginnen, ist ein ganz anderer. Ihr habt euch sicher gefragt, Gnadenkapelle, wo ist die Gnadenkapelle hier zu sehen? Wir sind im Dachgeschoss, in einer alten Stube, die vor über 150 Jahren, genauer so etwa in den 1850er Jahren, der Betjörg bewohnt hat. Hier hatte er seine Schlafstube. Er hat ja die Wohnung des Einsiedlers aus dem 18. Jahrhundert bezogen, er, der legendäre Stifter von Maria Rosenberg. Er liebte die Mutter Gottes und die alte Kapelle. Und so beschloss er, nicht nur Sakristan zu sein und vorzubeten, daher auch der Name Betjörg für Georg Helfrich, sondern er beschloss auch, hierher zu ziehen. Aber er hatte so einen Respekt vor Jesus im Sakrament des Altares in der Eucharistie, dass er nicht direkt unter einem Dach mit Jesus schlafen wollte, sondern er hat sich dann eben hier direkt unter dem Dach diese Stube reingebaut. Und hier ist alles noch so ein bisschen wie damals. Eine Zeitreise. Und es ist sehr eng hier. So wie es für manche von euch, Schwestern und Brüder, im Moment sehr, sehr eng ist. Ihr kommt nicht raus. Der Betjörg hat es freiwillig so gemacht. Er war ein sehr genügsamer, sehr bescheidener Mann. Und für viele von euch ist es eben unfreiwillig, eingeschlossen zu sein in die eigenen vier Wände, und das ist ganz schön hart. Wir vom Rosenberg möchten euch Hoffnung bringen, Zuversicht vermitteln und sagen, Gott ist bei euch. Und auch Maria, die Gnadenmutter vom Rosenberg, hält über euch ihre Hand. Rufen wir darum zu Beginn unserer Andacht den dreifaltigen Gott an und singen wir dann Maria, unser Lied, das alte Mai-Lied, das im Speyerer Eigenteil zu finden ist bei der Nummer 882. Gott, unser Vater, Schöpfer des Himmels und der Erde, in dir leben wir, in dir bewegen wir uns und sind wir. Du hast Maria erwählt, die Mutter deines Sohnes zu werden. Dir sei Ehre in Ewigkeit. Jesus Christus, aus dem Vater geboren vor aller Zeit, Gott von Gott, Licht vom Licht, wahrer Gott vom wahren Gott. Als Mensch bist du unser Bruder geworden aus Maria der Jungfrau. Dir sei Ehre in Ewigkeit. Heiliger Geist, eins mit dem Vater und dem Sohn, du erleuchtest die Herzen der Menschen und erfüllst sie mit deiner Liebe. Du hast Maria überschattet mit deiner Kraft. Dir sei Ehre in Ewigkeit. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Kommt Christen, kommt zu loben, der Mai ist froh erwacht. Der schönsten Frau zum Preise steht er in Blütenpracht. O pflückt ihr Kinder die Blumen von der Au und schmückt die Hohe, die königliche Frau. Sie ist die schönste Blüte an Gnadentau so reich. Ihr ist an Duft und Prangen auf Erden keine gleich. Korn schlingt um die Altäre des Maien schönste Pracht.
der reinsten Frau zur Ehre, die Gott so groß gemacht. Auf ihre Mutter Armen sie Christ den König trägt, ihm dem in heiliger Liebe ihr Herz entgegenschlägt. Sie hat den schönsten Maien den Heiland uns gebracht, der uns an Gnadenblüten so überreich gemacht. Ich freue mich sehr, dass unser Bischof Dr. Karl-Heinz Wiesemann die Reihe der Predigten eröffnet, die in diesem Jahr unter dem Motto stehen: Ich weiß, wofür ich lebe. Ganz angelehnt an den Betjörg. Das war seine Botschaft. Ich weiß, wofür ich lebe. Das diesjährige geistliche Leitmotiv Maria Rosenberg geht auf den Betjörg zurück, der vor 125 Jahren gestorben ist. Er hatte eine Vision, dieser Georg Helferich, etwas, wofür er lebte, ganz lebte. Er wusste, wofür er lebte, nämlich für den Rosenberg, für diesen Wallfahrtsort, für die Mutter Gottes, dafür, dass das ein lebendiger Ort wird. Er wollte eine Priesterstelle dort finanziert haben. Er wollte eine größere Wallfahrtskirche gebaut haben und ein Mädchenheim dort errichten. Mit Freunden, mit Gefährtinnen und Gefährten, einer Laiengemeinschaft zusammen, hat er sich dieses Ziel gesetzt und ist dafür bis nach Amerika ausgewandert, aus der damals armen Pfalz, um Geld zu erwirtschaften für seine große Vision, wofür er lebte. Die Verwirklichung seiner Vision hat er nicht mehr selber erlebt, und doch hat er sein ganzes Leben dafür eingesetzt, dass wir heute diesen Wallfahrtsort in dieser Weise haben. Das verdanken wir in großer Weise ihm. Ich weiß, wofür ich lebe. Das können wir in besonderer Weise auch von Maria, von der Mutter Jesu, sagen. Schon als junge Frau hat sie ihr Ja-Wort gegeben zum Willen Gottes. Sie wusste, wofür sie lebte. Sie sich öffnete, selbst wenn das, was sich dann vollzog, etwas Unglaubliches war, etwas, was sie selber gar nicht ahnen konnte, dass Gott in ihr selbst Mensch wird. Aber sie wusste, wofür sie lebte, sich ganz öffnete und die Vision Gottes in sich aufnahm, so bei den Menschen zu sein, dass wir Menschen ganz neu erleben, neu erfahren können, welche Vision Gott für uns, für unsere Welt hat. Im Magnificat stimmt sie das große Loblied an, dass Gott auf ihr Leben geschaut hat, auf sie als diese kleine Frau, die doch so groß ist, weil Gott Großes an ihr getan hat. Und sie kann die Vision, die da drin steckt, im Inneren nachempfinden. Was bedeutet, wenn Gott in die Welt kommt, wenn er die Maßstäbe dieser Welt dadurch verändert, wenn er die Mächtigen vom Throne stürzt und wenn er die Geringen und Niedrigen, die Demütigen aufrichtet, den Hungernden zu essen gibt, wenn er die Gerechtigkeit in dieser Welt wieder einführt. Das Magnificat ist ein großes Loblied, das die visionäre Kraft Marias zeigt. Sie wusste, wofür sie lebte. Ich weiß, wofür ich lebe. Ich glaube, das ist gerade jetzt in der Krise für uns ein ganz wichtiges Leitwort. Für wie viele Menschen ist der jetzige Augenblick eine wahnsinnige Herausforderung. Lebensträume zerbrechen, Existenzen stehen auf dem Spiel. Dafür, wofür man gearbeitet, gelebt hat,
das ist vielleicht in diesen Augenblicken ganz schwer in Frage gestellt. Gleichzeitig entdecken wir, was wirklich wichtig im Leben ist, an vielen Stellen auch, weil wir nicht die unmittelbare Gemeinschaft mit den Menschen haben, die wir lieben, die wir gern haben, die um uns sind, unsere Familie, unsere Freunde, spüren wir, wie wichtig diese Gemeinschaft ist, wofür wir eigentlich leben, was wir im Alltag manchmal einfach so an uns vorbeigeht. Ich weiß, wofür ich lebe jetzt, was mir wirklich wichtig ist, meine Kinder, meine Enkelkinder, meine Familie, meine Freunde oder die Menschen, für die ich mich einsetze, jetzt gerade in der Krise, auch wenn sie vielleicht ganz fremd sind, aber denen ich helfe, weil sie Hilfe brauchen. Ich weiß, wofür ich lebe. Und das macht Sinn. Eine Krise kann man nur dann bestehen, wenn es einen Sinn gibt, der einen trägt. Die Hoffnung braucht einen Grund. Und in unserem Glauben ist ein ganz tiefer Grund gelegt. Maria hat ihn uns gezeigt, Jesus, den Sohn Gottes, der uns gezeigt hat, wofür es sich wahrhaft lohnt zu leben, seiner Vision vom Reich Gottes, die er uns geschenkt hat. Mit Maria also, lasst uns die Größe Gottes preisen, lasst uns einstimmen in das Lied, ich weiß, wofür ich lebe, denn Christus ist mein Leben. Amen. Aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas. In jenen Tagen sprach Maria: Meine Seele preist die Größe des Herrn, und mein Geist jubelt über Gott, meinen Retter. Denn auf die Niedrigkeit seiner Magd hat er geschaut. Siehe, von nun an preisen mich selig alle Geschlechter. Denn der Mächtige hat Großes an mir getan, und sein Name ist heilig. Er erbarmt sich von Geschlecht zu Geschlecht über alle, die ihn fürchten. Er vollbringt mit seinem Arm machtvolle Taten. Er zerstreut die im Herzen voll Hochmut sind, er stürzt die Mächtigen vom Thron und erhöht die Niedrigen. Die Hungernden beschenkt er mit seinen Gaben und lässt die Reichen leer ausgehen. Er nimmt sich seines Knechtes Israel an und denkt an sein Erbarmen, das er unseren Vätern verheißen hat, Abraham und seine Nachkommen auf ewig. Wort des lebendigen Gottes. Dank sei Gott. Sprechen wir das kleine Rosenberger Wallfahrtsgebet. Maria, Gnadenmutter vom Rosenberg, zu dir und zu Jesus, deinem Kind, dem Sohn Gottes, kommen wir voll Vertrauen, mit unserem Glauben und unserem Suchen nach Sinn, mit unserer Hoffnung und unserer Not, mit unserer Liebe und unserer Sehnsucht, geliebt zu werden. Du schaust uns an, Maria, und du hältst uns Jesus entgegen, als wolltest du sagen, für dich ist er in die Welt gekommen. Mach uns Mut, seine ausgestreckte Hand zu ergreifen und ihm zu vertrauen. Dann wird er uns mit seinem Geist erfüllen und in uns die Freude erneuern, Kinder des Vaters im Himmel zu sein, gerufen ins Leben, unendlich geliebt und gesandt, allen Hoffnung zu bringen. Wir danken dir, Maria, Mutter mit dem göttlichen Kind, denn du bist an unserer Seite und du begleitest uns auf dem Weg zum Vater. Dich loben und preisen wir durch den Sohn im Heiligen Geist, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Singen wir das Rosenberger Wallfahrtslied im Eigenteil des Speyerer Gotteslobs unter der Nummer 886. Singen wir die erste und die vierte Strophe. Auf heil'gem Berg im Waldesgrün blüht eine Rose wunderbar. Ob auch die Rosen all verglühn, die Rose blühet immer da. Maria, wunderbare Rose, steh in der Not uns bei.
Gib das Kind auf deinem Schoße und allzeit gnädig sei. Die Rose auf des Berges Höh, kein Pilger ohne Trost verhieß. Sie blüht zu lindern unser Weh, zu künden uns das Paradies. Maria, wunderbare Rose, steh in der Not uns bei. Gib das Kind auf deinem Schoße uns allzeit gnädig sei. Beten wir, wie der Herr uns zu beten gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Auf die Fürsprache der seligen Jungfrau Maria, der Gnadenmutter vom Rosenberg, segne und behüte euch der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit. Amen.